Das ist ja einer von den Punkten, da wo die Leute verteilen unsere Hilfsgüter, packen das in den Säcken, danach kommt das in den Transporter und weiter wird ja dann an die Front geführt und gefahren und verteilt dann alles. Ne? Da helfen alle mit dabei, auch kleine Kinder und so weiter. Das sind ja Nudeln, die dann würden in so ein Separatsäckchen verpackt. Ne? Das kleine Kind ist ja auch dabei. Dann passen die Nudeln. Ja, Burger, Kotelette, покажи. Вон, das ist ja was da ankommt alles. So funktioniert das. Und jetzt gleich planen wir für morgigen Fahrten, zwei Transporte für die Kleinkinder zusammenzustellen. Die Damen kümmern sich darum, um welche Kinder es geht. Die werden dann von der ganzen Ware, das, was für Kinder bestimmt sein wird, und es wird dann weiter verteilt. Und morgen sind wir drüben am Verteilungsort. Ne? Würden wir auch selber da rausfahren. Das sind ja die Säcke. Die packen das in die Säcke ein, das, was ja so einzeln verpacken kannst, und dann geht's weiter. Okay. Meine Liebsten, das ist ja Ruslan Tkach. Ihr habt ja bestimmt gesehen, schon im Instagram weitergeleitet Videos. Da sehen wir uns jetzt persönlich zusammen. Der bringt auch unsere Hilfsgüter direkt an die Front. Man kann ja auf seiner Seite das beobachten und auch parallel schickt er zu uns unsere Info und leitet dies weiter. Also folgt ihm, Tkach, da sehen Sie bei der Instagram-Seite. Dankeschön, ciao.